Es ist schön windig heute am Auffahrtstag im Mai 2021. Ich rede heute zu den Berufenen, die immer noch ihre Wunde tragen. Wer noch die Wunde trägt und sie nicht sieht, der kommt nicht weiter. Er wird gebremst durch sich selbst. Er gibt dann immer dem Außen Schuld für alles, was nicht richtig läuft. Aber es ist seine Wunde. Das möchte ich euch heute mitteilen. Berufene. An die Berufenen, die im Licht stehen, die glückselig, die strebend sich dem Licht nähern, ab und zu, die auch das Wissen besitzen von der Schöpfung, vom Schöpfer, seinen Gesetzen, die die Schöpfungsgesetze ganz genau kennen, wie das Geben und Nehmen, wie die Wechselwirkung alles Seins von Geben und Nehmen, wie die Anziehung der Gleichart, ja, und das Ergänzungsstreben und das Gesetz der Schwere. Und doch ist da noch die Wunde. Was ist die Wunde? Ihr seid als Berufene auf dem rechten Weg. Und doch spürt ihr, dass ihr nicht weiterkommt, dass da etwas euch hemmt, dass immer etwas euch hemmt. Ja. Das seid ihr selbst. Ihr habt alles schon aufgeräumt, Kleinigkeiten, Schwächen und dies und jenes an Hängen und wo ihr noch gehangen habt an Bindungen, an dunkle Bindungen, auch an fürsorgliche Bindungen, die nicht nötig waren, habt ihr euch angehängt und das machtet euch auch schwer. Aber es ist nicht das, die Wunde. Ja, jetzt komme ich auf die Wunde. Seid nun ganz wachsam und prüfet euch, was eure Wunde ist. Denn wir müssen uns immer neu prüfen, ausrichten. Denn genauso wie das Wetter, der Frühling, der Sommer, Herbst und Winter sich immer neu ausrichten muss, die Wesenhafte müssen sich richten danach, nach diesem Ablauf. Genauso müssen wir uns richten nach dem geistigen Ablauf. Wenn ich von der Wunde spreche, dann müsst ihr euch im Geiste sehen. Es nützt nichts, wenn ihr euch im Körper seht oder im Alltag. Der Alltag widerspiegelt nur die Folgen davon. Ihr müsst die Ursache sehen, wenn ich von der Wunde spreche. Und jetzt kommt die Wunde. Die Wunde ist das, was ein hoher Geist, der berufen ist, erkennen muss. Ja, es ist ein Muss. Sonst wird er nie auf dem Posten stehen können, den er einnehmen muss. Ja, wieder ein Muss. Die Posten sind zu erfüllen. Sie sind gesetzt, die Posten, und die müssen Berufene einnehmen. Sie müssen Lichtsäulen gleich erscheinen. Sie müssen leuchten, stark wie das Sonnenlicht. Wenn ihr das vermögt, dann werde ich jetzt von der Wunde sprechen. Eure Wunde. Die Wunde ist das, wenn ich sage, ihr hört zu und nehmt es auf und ihr denkt, es sei nur für die anderen. Aber die Worte sind für euch allein. Das ist eure Wunde. Dass ihr die Worte nicht aufnehmt, dass ihr drüber hinweggeht, dass ihr einige Worte herauspickt, aber das genügt nicht.
Ihr werdet sonst immer am Rande stehen. Ihr müsst das reine Gute, das euch nützt, herausnehmen. Ihr müsst dem folgen, denn eure Wunde ist, dass ihr glaubt, dass das Wort, was ihr heute hört, nicht für euch ist. Tja, die Wunde. Ihr habt schon vieles beseitigt an Hängen, an Süchten, an Schwächen, aber ihr habt nicht darauf geschaut, dass die Eitelkeit, dass die Selbstherrlichkeit immer weitergeht. Selbstherrlichkeit ist das, was zu der Wunde hin keine Erkenntnis gibt. Denn die Selbstherrlichkeit ist das, was sie überdeckt, die Wunde. Die Wunde, dass das Wort, das ich höre, nicht für mich ist, sondern für die anderen. Dass es dauernd für die anderen ist, nicht für mich. Tja, seht ihr nun den Schaden, den ihr euch selbst zufügt? Seht ihr das? Wenn ihr guten Wollens seid, hinausgeht und große Dinge tun wollt und eure Wunde des nicht richtig Hinhörens, dass ihr die Worte nicht aufnehmt, die euch glückselig machen, die euch zum Teil zuerst mal wehtun. Ja, die Worte aus der Wunde, die tun mal weh. Und wenn ihr nicht richtig hinhört, dann seid ihr am Rande nur des Geschehens. Ihr könnt noch so großartige Dinge wollen, so ihr aber eurer Wunde des rechten Hinhörens nicht horcht, werdet ihr nie das Ziel erreichen. Ihr könnt keinen Sieg davontragen, denn der Sieg wartet auf euch. Wenn ich auf den Weg gehe, im großen Wollen für eine Sache auf der Erde, und dieses Wollen ist getrieben von meinen guten Gedanken und andere Menschen sind auch noch dabei mit Gedanken für das Gute dieses, was ich tue. Dann bin ich auf dem Weg. Ich bin also auf dem Weg und ich sehe das Wesenhafte, aber auch das Geistige. Und wenn es dann bei mir ist, wenn ich im Einklang mit Geistigem und dem Wesenhaften bin, dann kann mir nichts mehr geschehen. Ich bin also auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg und kläre Schritt für Schritt mein Tun. Und ich sehe Schritt für Schritt, wo es hingeht auf meinem Weg, im Wollen. Und Wesenhaftes und Geistiges, die geistigen Helfer, die geistigen Führer, die geistig Wesenhaften stehen da und sind mir eine Hilfe, eine so starke Hilfe, dass ich nicht wanken kann, dass ich geführt werde auf einem wunderbaren Weg, der zum Ziel führt. Und ich sehe den Sieg schon auf meinem Fuß. Denn alles geht einher wie Geistiges einhergeht. Denn es ist der Ist-Zustand, obwohl wir auf dem Boden stehen, im Irdischen, sind wir doch im Ist-Zustand so stark, dass nichts passieren kann. Nichts kann hereinbrechen dann, nichts Dunkles kann sich ermächtigen dieser Stille, dieser kraftvollen Stille. Und ihr werdet siegen. So ist es gewollt. Aus dem Geistigen ist es gewollt. Wo aber der Mensch die Demut fehlt, weil viel Stille ist in allem, was Geistiges,
tut, wenn dann die Wunde ausbricht, dass ich nicht recht hinhöre, dass ich die Worte nicht in mir lebendig mache, die mahnenden Worte, so habe ich, trage ich die Wunde immer noch in mir. Ich lasse also die reine Demut nicht zu, für diesen Schritt zum Sieg. Der Sieg, ja, ich werde ihn oft erwähnen, denn nur der Sieg zählt heute im Geistigen. Denn alles Geistige ist die Ursache, wenn wir hinausgehen. Die Folge davon werden wir dann später sehen. Die kann nicht sofort sichtbar werden, die Folge, was wir anstreben, denn im Irdischen wird alles langsamer gehen, weil das wesenhaft ist. Und Wesenhaftes arbeitet langsamer. Geistiges nicht, Geistiges geht ganz schnell. Geistiges, hinausgegeben in die Welt, trifft auf Gleichart von Geistigem. Sie finden sich durch Gleichart, durch geistige Gleichart der Gleichart, finden sie sich durch die Gleichart und machen Knäuel, sie binden sich und es gibt kraftvolle Zentren. Diese werden gesteuert dann und gehen an Orte, wo Gleichart wieder herrscht, in diesem geistigen Streben. Und es kann euch treffen. Es kann euch treffen und glückselig machen und euch führen dann zum wahrhaften Sieg. Aber so muss es sein. Und ihr müsst das wissen. Ohne Wissen geht nichts. Als Moses hinausging, da hat er auch Zweifel gehabt und er musste viele Jahre diese Zweifel abwerfen. Er hatte und bekam Einsichten. Dann wurde ihm das innere Auge auf einmal geöffnet für die Wesenhaften, für das wesenhafte Erreichen der Kräfte. Und auch sein geistiger Führer hat er gesehen, immer mehr, und er hat auf ihn gehört. Ja, er brauchte dann noch eine Frau neben sich. Das bekam er dann auch und er freute sich auch. Und das gab ihm eine gewisse Ruhe, denn etwas darf der Mensch nicht sein als Berufener ruhelos. Er darf nicht drängen, er muss es an sich herankommen lassen. Er bekommt ja Schritt für Schritt das immer, was an ihn herangetragen wird. Auch muss er natürlich vieles abgeben, Irdisches. Und ja, er muss leichter werden. Nur durch das Leichtwerden erhält er auch die geistige Kraft als Berufener. Ich spreche jetzt von Berufenen, die hinausgehen, sieghaft, die das sieghafte Wollen tragen. Ja, der sieghafte Löwe steht bereit. Er steht bereit, den Männern zu helfen. Er steht aber auch bereit, in anderer Treue und Stärke, auch als Frau, als Weib der Schöpfung. Auch da kommt der Mut und da wird aber gewandelt. Das ist nicht der männliche Mut. Es wird dann gewandelt, der Mut durch die Frau des Weibes, das weit über uns steht. Weit in hohen geistigen Gefilden vorhanden ist. Es sind da die wehrhaften Pförtnerinnen und kraftvollen weiblichen Wesenhaften, geistig Wesenhaften. Ja, all das können wir rufen als Berufene. Ruft, denn ihr habt das Berufensein, darin steht aber auch Ruf. Indem ihr es anruft, kommt der Ruf. Er kommt nicht vorher. Ihr müsst ihn anrufen, dauernd. Und wenn es das erste Mal nicht geht, dann werdet ihr erneut das hinausrufen, in anderer Form vielleicht. Aber ihr müsst wahrhaftig sein, in der Wahrheit schwingen.
wahrhaftig treu dem Licht dienen. Das ist Demut. Wenn dann aber die Wunde, von der ich sprach, dass ihr glaubt, dass das, was ich sage, nicht für euch ist, immer für die anderen, dann könnt ihr nicht weiter reifen. Ihr werdet verblassen. Ihr könnt dann nicht das tun, von dem ich jetzt sprach. Wenn Worte durch ein Buch wie die Gralsbotschaft stehen und in ganzen Sätzen herrlich schwingen und in diesem Schwingen den Geist wie einatmen, ja, erquicken den Geist, diese Worte, diese ganzen Sätze, dann ist es höchste Schwingung des Geistes. Wenn ihr diese aufnehmt, wahrhaftig treu, in Liebe aufnimmt, dann ist das Demut. Aber dann darf kein Zweifel mehr da sein. Dann muss die vollste Überzeugung da sein, dass das, was ihr empfindet, das Rechte ist. Und dann ist die Wunde weg. Wenn ihr empfindet, dass das, was euch erquickt, was ihr erlebt durch das Wort, das Rechte ist, ja, dann seid ihr auf dem Weg. Dann seid ihr auf dem Weg der Demut. Dann kann nur noch euch Gutes erreichen und das andere fällt von euch ab. Jede Schwäche, jedes Tändel noch in der Schöpfung fällt von euch ab. Die Wunde, ihr tragt noch die Wunde in euch. Wenn ihr es nicht versteht, von was ich rede, ja, wer soll es sonst noch sagen? Schlagt nach die Wunde in der Gralsbotschaft. Was euch noch trennt, zum wahrhaftig Stehen, wahrhaftig Sein. Es trägt euch zum Sieg oder es trägt euch in die Verzweiflung. Verzweiflung oder Sieg. Denn wer zweifelt, der verzweifelt. Wer siegt, der ist ein Siegfried. Ein Siegwald, der hat den Sieg auf dem Fuß. Siegen kann jeder, der seine Wunde beherrscht, der seine Wunde abgetragen hat, der seine Wunde des nicht richtig Zuhörens abgetragen hat, der die Worte voll aufnimmt, lebendig, kraftvoll, in seinem Geiste, erquickend, so ganz leicht, froh und in Frieden mit allem ist. Es zeigt sich im Frieden mit allem. Ihr habt nur noch Frieden in euch und Freude. Gleich was geschieht in eurer Umgebung, das spielt keine Rolle. Ihr werdet immer so sein. Und das ist das Zeugnis von euch, dass ihr schon weit gekommen seid, dass ihr eigentlich siegen könnt. Ja, das Licht braucht euch, ihr Berufenen. Sie sollen nun zusammenkommen, die Berufenen, und stark stehen im Licht. Sie sollen nun Säulen, Lichtsäulen sein, Lichtstützen. Sie müssen alles das stützen, als Lichtsäulen wirken, denn das Licht wird es natürlich selbst auch tun, aber ihr könnt dabei sein, ihr könnt dabei reifen, glückselig werden und es wird euch aufschwingen, mitnehmen, das Licht im Erleben
in der Überzeugung, endlich das Rechte zu tun. Ja, das ist das Wichtige. Das Rechte zu tun, dann werdet ihr spüren auf dem halben Weg, dass ihr den Sieg schon auf dem Fuße tragt. Das geht so schnell. Ihr werdet sofort den Sieg auf dem Fuß spüren. Denn Wesenhafte sind da und ihr werdet einen Ahnen haben von den Wesenhaften oder werdet die sogar sehen. Ja, ihr könnt sie sehen dann. Auf jeden Fall empfinden. So höre ich nun mit diesem Vortrag, da hinten ist ein Wasserreservoir. Hier wird Wasser, Quellwasser gespeisen und aufbewahrt. Auch das bekommt schon einen Stacheldraht. Es ist schon verrückt, die Zeit. Wir haben einen Stacheldraht um unser Wasser. Ja, wo das noch hingeht. Wir können nicht alles aufhalten. Das Dunkel geht seinen Weg und das Lichte geht seinen Weg. Tja, so soll es sein. Nun, das war ein Vortrag zur Wunde. Ich hoffe, mich haben alle verstanden, die mich verstehen wollten. Und wenn nicht, ja, dann müsst ihr in die Beratung kommen. Mit einfachen Sätzen ist das nicht getan dann. In einem E-Mail. Es braucht mehr. Es braucht dann vielleicht, dass die Arroganz weg muss, dass noch etwas da ist, Altes, was man noch nicht sehen will, nicht mehr sehen will. Es muss dann einfach etwas weg, denn es muss Platz machen für die Reinigung der Wunde, dass wir endlich die wahren Worte aufnehmen, wie sie sind, denn sie führen uns. Sie sind Schwingungen, die uns führen und geleiten an sichere Orte, an wunderbare Begebenheiten. Ja, sie führen uns in unserem Ruf, in Stärke und Erhabenheit. So wünsche ich den Mut für alle, die jetzt zuhören. Alles Gute heute zum Auffahrtstag. Markus Bösch.